Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Im letzten Part haben wir das neue Kapitel angefangen, sind dort das allererste Mal auf Itachi und Kisame getroffen und wie man bereits gemerkt hat, waren das sehr, sehr brutale Gegner. Gerade Itachi, aber das kennt man ja eigentlich. Es ist jetzt auch ein bisschen her, seitdem ich den letzten Part aufgenommen habe, denn ich hatte eine anstrengende Klausurphase und jetzt ist die zum Glück vorbei und jetzt kann ich auch wieder aufnehmen, was mich sehr freut, denn ich habe zwar nebenbei immer so ein bisschen gezockt, aber jetzt für die Aufnahmen irgendwie hatte ich keine Zeit und das war sehr, sehr stressig. Ich hatte jetzt innerhalb einer Woche 4 Klausuren, die auch relevant sind, weil ich durch meine Ausbildungsbedingt musste ja auch gut schreiben, damit ich dann am Ende quasi mein Examen machen kann, also um dafür zugelassen zu werden. Ja, und dementsprechend, ja, war die Vorbereitung einfach wichtiger. Aber jetzt habe ich wieder die Zeit und, ja, mache jetzt hier weiter. Ich wollte mal gerade schauen und ich sehe auch, dass hier noch ein paar Dinge sind, die wir hier klären können. Zunächst einmal gehe ich erstmal nach unten. Da holen wir uns erstmal hier, war das Zutatenbeutel? Oh, das ist schon wieder eine Woche vorbei und ich habe alles wieder vergessen, ich Fisch. Aber gut. Für gewöhnlich stapel ich das ja immer, also die ganzen Sachen, und mache die in einem Stück. Aber auch das kann sich richtig in die Länge ziehen. Eine Blattmuschel. Na gut. Da oben hätten wir eine weitere Mission. Ich habe auch hier, wie man sieht, das habe ich nämlich auch vorhin zum Beispiel noch gemacht, die C-Rang-Mission alle mit den Bonusvorgaben geschafft. Und jetzt sind wir bei den B-Rang-Missionen, von denen ich die erste auch noch gar nicht gemacht habe, fällt mir gerade mal auf. Das heißt, die und die, die man oben noch freischalten muss durch den Charakter, die müsste man auch noch machen. Aber alles zu seiner Zeit. Oh, und S-Rang-Mission habe ich auch geschafft. Was denn los, ey? Ich habe gar nicht aufgepasst. Probe überstehen 2. Stimmt. Konnte ich auch nicht. Das war ja im letzten Part. Da hatte ich das ja noch erwähnt gehabt. Da müssen ja die Bonusvorgaben auch alle erfüllt sein. Die habe ich jetzt gemacht. Dementsprechend haben wir das jetzt auch geschafft. Sehr schön. Da käme natürlich direkt auch hier. Doch noch nicht. Die nächste. Ah, dann kommt das wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit, wenn ich zum Beispiel die nächste B-Rang-Mission gemacht habe. Aber wir starten auf jeden Fall mit einer weiteren Story-Mission. Auch die Prozente haben sich natürlich wieder erhöht, weil die Bonusvorgaben alle erfüllt worden sind. Bis zum nächsten Part habe ich mir auch vorgenommen, dass ich Konoha-Vernichtung alle Level oder ja, alle Missionen quasi mit Bonusvorgaben schaffe. Und dann haben wir bestimmt schon die Hälfte des Spiels ungefähr erreicht. Also 50% sind dann locker drin. Aber gut. Jetzt machen wir die nächste Story-Mission. Seltsame Bestie gegen Geißel. Kakashi gegen Itachi. Dieser bis dahin ausgewogene Kampf wendete sich allmählich zugunsten von Itachi, als plötzlich der Konoha-Ninja Gai zur Rettung von Kakashi auftauchte. Das verärgerte Kisame, der daraufhin verlangte, Gai solle sich ihm im Kampf stellen. Also lag ich doch gar nicht so falsch. Letzten Part. Das Aufeinandertreffen, das gab es ja auch in Shippuden dann später nochmal. Aber das sieht man dann im zweiten Teil. So. Bei gegnerischem Angriff verringert sich dein Chakra. Ja, macht Sinn. Das Schwert von Kisame, Samehada, das frisst ja das Chakra des Gegners auf. Und daher ist das schon sinnvoll. Hm.
und Kisame und gibt eine Aura. Ah, und ich sehe auch, Azuma und Kugenai sind auch unsere Support. Ja. Hat sogar Kugenai mehr gemacht als Azuma. Aber egal. Der Kampf sollte eigentlich weniger Probleme bereiten als jetzt Itachi. Denn Itachi ist meiner Meinung nach eh mit der krasseste von Akatsuki. Aber ich möchte auch noch nicht auf die anderen Mitglieder eingehen, weil die spielen in diesem Teil zumindest noch keine tragende Rolle. Das kommt erst dann im zweiten Teil. Deswegen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber es dauert noch, bis wir uns darum kümmern. Wobei, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt das letzte war. Also wir haben ja hier zur Rettung von Tsunade haben wir ja diese Leiste quasi, die wir jetzt voll machen müssen. Da bin ich auch noch nicht drauf eingegangen, aber alles zu seiner Zeit. Aber danach müsste eigentlich noch eine Leiste kommen und dann hätten wir das Spiel quasi fertig. Ah, und jetzt gerade kriege ich doch einen. Jetzt kriege ich doch ein bisschen viel Schaden ab gerade. Nee, mit der Kugelbombe triffst du mich nicht. So, aber ich treffe dich. Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Gott. Was zum Teufel? Oh Gott. Muss man dazu noch was sagen? Oh Gott. Was ist da zum Teufel gerade passiert? Es sah aus, als wenn Guy... Ich meine, gut. Bedürfnisse hat ja jeder und jeder auf seine Art, aber das sah jetzt schon sehr komisch aus. Also wirklich sehr, sehr komisch. Mir fehlen da fast schon die Worte. Also Memo an mich, keine Ulti mehr mit Guy machen, weil... Sonst werde ich noch ein bisschen irre. Das wäre wirklich nicht so optimal. Ah, und Guy können wir jetzt aber spielen. Gott sei Dank. Aber keine Ulti mehr mit ihm. Einmal reicht. Aber wie gesagt, die Schatztruhen, die porte ich jetzt erstmal. Oder sagt man porten? Oder horten? Weiß ich nicht. Aber ist auch nicht so schlimm, ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Ich weiß nicht, sollen wir zuerst um die... Na, wobei... Ich glaube, wir machen erstmal hier diese B-Rang-Mission. Kibas und Shinos seltsame Beziehung. Shino und Kiba, Rivalen, sind heute uneinsichtig und man beschwert sich über den Krach. Beende ihren Streit. Ja, ist ein bisschen sehr kurz gehalten teilweise. Okay, da streiten die sich wahrscheinlich um deren Interessen. Was sind besser, Hunde oder Insekten? Also ich tendiere auf jeden Fall zu Hunde. Hunde sind sehr, sehr schöne Tiere. Man sagt ja nicht ohne Grund, Freund ist... Ja, Freund wahrscheinlich. Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Und dem kann ich auch vollstens zustimmen. Aber vielleicht haben die auch ganz andere Probleme. Mal sehen. Shino, hier gehe ich mit Akamaru Gassi. Du bist uns im Weg. Zufällig sammle ich hier Insekten. Ihr beide verschreckt sie nur. Geht woanders lang. Zwing uns doch dazu. Hey Leute, kann ich mal eine Sekunde mit euch reden? Hä? Was willst du, Naruto? Seht mal, euer Kampf stört die Leute. Was? Wer kämpft denn hier? Wir tauschen nur Meinung aus, das alles. In Ordnung, aber die anderen denken ihr. Wenn wir sagen, dass wir nicht kämpfen, kämpfen wir auch nicht. Stimmt's, Shino? Stimmt, sieh nur, wie gut wir zusammenarbeiten. Ja. Jetzt heißt es Kampf.
Je näher sie sich stehen, desto mehr streiten sie. Kann man mal machen. Boah, jetzt überlege ich gerade. Wir hatten Kankuro noch nicht. Dann sieht man hier auch das erste Mal hier einen Puppenspieler bei der Arbeit. Können wir so lassen. Mit einem Lebensbalken, große Angriffsstärke des Gegners. Okay. Oh, jetzt habe ich es gar nicht durchlaufen lassen. Aber ist auch nicht so wichtig. Also hier, Puppenspieler sind wie gesagt ein einzelnes Thema für sich. Damals war das natürlich jetzt noch nicht... Okay, der hat uns ganz schön das Gesicht zerdeppert. Aber egal. Marionettenspieler haben eben den Nachteil, die sind im Nahkampf äußerst schwach. Weil... Meistens haben diese Puppenspieler an sich keine Jutsus drauf, nur wenn sie halt mit ihren Marionetten spielen. Und wenn man eben mit Puppenspielern umgehen kann, dann sind die richtig, richtig stark, aber... Aber leider... Also in dem Teil geht es noch, aber in den späteren Teilen ist es sehr schwierig, mit diesen Puppen umzugehen. Meiner Meinung nach. Okay, aber ich merke auch gerade irgendwie nicht so einen Riesenunterschied irgendwie. Es gibt ja Charaktere, die haben auch dann komplett neue Techniken und so, wenn die sich dann, wenn die dann in den Erwachenmodus gehen und sich verwandeln. Und natürlich würde ich auch vorziehen, eher so Charaktere wie Naruto oder so zu haben, die dann in den, ja, in den stärksten Modus übergehen. Ihr könnt das sicherlich denken, was ich meine. Aber dasselbe natürlich auch mit Sasuke. Wobei, das sind natürlich Charaktere, mit denen kann man noch deutlich besser umgehen. Aber hier sieht man auch, was ich da für Schwierigkeiten habe. Okay. Das wirkte gerade, als wäre Shino etwas undurchlässig. Keine Ahnung, irgendwie ist der Kampf gerade ein bisschen... Armarschig. Na, zu einfach war das jetzt nicht, aber... Hab du mal dein großes Mundwerk. Karasu, Kurohari, Sancho! Ja, so ist das. Aber wie gesagt, jetzt habt ihr das zumindest auch mal gesehen. Ich vermeide es größtenteils hier mit Kankuro oder Puppenspielern zu spielen. Also Sasori war eigentlich sehr cool im zweiten Teil. Puh, sieht so aus, als hätte ich es geschafft. Und die nicken die ganze Zeit mit ihren Köpfen, das sieht ein bisschen aus wie so Wackelköpfe. Wir sollten doch die perfekte Kombination sein. Tut mir leid, Kiba. Meine Angriffe waren etwas langsam. Nee, meine Deckung war schwach. Tut mir leid, Shino. Mann, ich glaube, ihr seid wirklich gute Freunde. Sieht so aus, als ob ich mich doch geirrt hätte. Hahaha. Mann, Shinos Angriff war ein Witz. Kiba, was hat er sich gedacht? Mit so einer Deckung, Idiot. Ende gut, alles gut. Ja, das ist so dieser Punkt Kommunikation. Was, wie denkt man über andere? Und was gibt man nach außen vor? Man kann ja nie in die Köpfe der anderen blicken, dementsprechend. Ja. Wenn man es nicht ausspricht, kann man daran auch nichts verändern oder so. Das ist eine Lebensweisheit, meine Freunde. Denkt immer daran. Eine weitere Lebensweisheit ist auch, dass wir jetzt hier das geschafft haben. Die eine Mission, die... jetzt hier zu sehen ist, die da oben ist. Die würde ich aber jetzt noch nicht machen, denn ich wollte ja jetzt auch mal mehr in der Story weiterkommen. Vielleicht mache ich die im nächsten Part. Ich weiß noch nicht. Oder vielleicht jetzt noch. Vielleicht später noch. Jetzt noch nicht. Jetzt machen wir erstmal den Kampf mit dem perversen Weisen.
Guten Morgen, Jiraiya. Auf der Suche nach Tsunade, einer der legendären Sannen, die zum nächsten Hokage werden könnte, begaben sich Naruto und Jiraiya auf eine Reise. Im Laufe der Suche beginnt Jiraiya, Naruto auszubilden, um ihm zu helfen, ein neues Jutsu zu meistern. Kam da nicht noch hier Jiraiya gegen Itachi? Ich muss echt gestehen. Jetzt bin ich verwirrt. Erwachtmodus mit 50% Chakra kriegen wir hin. Aber ich bin echt verwirrt. Weil Itachi und Kisame, das war doch auch noch ein wichtiger Kampf. Ja, vielleicht kommt das noch. Aber er ist ein bisschen falsch rübergebracht. Aber ich mag die Musik auch total. Und die Musik haben sie nämlich im zweiten Teil auch dann benutzt, um quasi so die Wege, die man da laufen kann, quasi mit dieser Musik auszuschmücken. Das ist sowas, ich finde, das ist was sehr Idyllisches. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich schwärme schon sehr vom zweiten Teil. Für mich ist der... Ha, ich weiß nicht. Also so gameplaymäßig ist der Teil natürlich jetzt nicht irgendwie der beste. Also eigentlich hat sich das Gameplay von jedem Teil über verändert. Aber so die Story an sich... Da würde ich sogar fast sagen, dass die sogar fast die beste ist. Wenn nicht sogar die beste. Weil einfach mit die besten Kämpfe gewesen. Hat vielleicht auch der dritte Teil, aber der war auch sehr schwer an gewissen Stellen. Hier waren zumindest jetzt in dem zweiten Teil waren mit die besten Kämpfe, die man so im Anime und Manga gesehen hatte, meiner Meinung nach. Okay. Ah ne, ich muss hier 50% Chakra behalten, deswegen ein Ninjutsu geht, aber wenn er nicht ausweichen würde. Ja. Jetzt hat er zu früh aufgehört zu blocken. Passiert. Ich denke, eine Mission geht auf jeden Fall noch. Haben wir noch was Neues? Ja, wir haben natürlich eine neue Figur auf der Map. Dann würde ich sogar sagen, dass wir im nächsten Part dann mit den Nebensachen hier, mit den Nebencharakteren quasi weitermachen. Da machen wir als letzten Kampf noch hier eine fatale Begegnung. Und fangen wir mal an. Während Naruto seine Suche nach Tsunade fortsetzte, begegnete er abermals der Bedrohung durch die Gruppe Akatsuki. Jetzt hat sich meine Aussage vorhin relativiert. Morgendämmerung. Genau da erschien Sasuke, um sie aufzuhalten. Er griff dabei seinen eigenen Bruder an. Itachi. Ja, eine schicksalhafte Begegnung. Allerdings, wie... Ich bleib dabei. Also das war jetzt ein bisschen unglücklich beschrieben alles. Weil es war direkt die Rede davon, dass sie Tsunade suchen wollten, aber... So wie ich das im Kopf hatte, waren die noch gar nicht so weit. Erwachtmodus nicht möglich und Gegner mit hoher Geschwindigkeit. Und die Begegnung, die war schon sehr krass. Und da haben die übrigens nicht gegeneinander gekämpft. Das war in dem Dorf.
ためだけに俺は生きてきた。今お前などに興味がない。Ja, da ist der eiskalt auf jeden Fall. Und natürlich müssen wir den Kampf jetzt gewinnen, aber Sasuke sah auch sehr, sehr schlecht in diesem Kampf aus, ist auch klar, weil Itachi ist einfach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Jahre älter er ist, aber er war auf jeden Fall schon fast erwachsen, als Sasuke hier zum Ninja wurde. Ja, was heißt fast erwachsen? Natürlich war der schon erwachsen. Was laber ich da? Nein, du wirst mich nicht grabben. Mit diesem törichten Versuch bekommst du jetzt hier eine Chidori. Und nochmal. Blitzbombe. Laria! Nein, das ist das falsche Jutsu. Ah, das war der Grab. Tsukuyomi. Ah, ich liebe einfach Itachi. So ein geiler Charakter. Und wenn man seine Hintergründe versteht, dann wird's noch krasser. So, jetzt mach was. So, das hast du nicht kommen sehen, ne? Das wirst du auch nicht kommen sehen. Chidori, tausend Vögel. Wie gesagt, da war der zweite Teil auch gerade in der Hinsicht besser, weil man hat direkt nach dem Kampf gesehen, wie es dann weiterging. Das haben sie da auf jeden Fall nochmal deutlich besser gemacht. Jetzt können wir sogar Itachi spielen. Spielbaren Charakter. Okay, zum Abschluss, weil wir das länger nicht mehr gemacht haben, gehe ich nochmal zu Ichiraku. Und schauen wir mal. Nehmen wir mal hier Obstsaftnudeln, auch wenn sich das nicht so lecker anhört. Also ich würde das freiwillig nicht essen. Dieser Geschmack, ist äußerst neuartig. Ja, wohl bekommt. Ja. Neues Produkt. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber wir haben eh schon einen großen Teil davon. Gut, aber ich denke, das reicht dann für diesen Part. Im nächsten Part schauen wir dann weiter und gucken, dass wir unsere Suche nach Tsunade dann fortsetzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.